Jo Leute, was geht? Kommt zurück zu Bullets 3, wir kämpfen einander, man. Moin. Ja. Moin. Ja, machen wir mal weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von der Inszenierung, also wie es inszeniert wurde, muss ich sagen, fand ich das gerade echt scheiße. Weil es wurde halt so inszeniert, du kommst raus aus dem Ding, du kommst raus aus der Kammer. Wir sind aus der Kammer draußen gewesen, wir sind dahin gerannt. Und dann kommt die Cutscene und sie stirbt so. Wir waren einfach da. Aber es ist nichts passiert, wir waren einfach da. Das fand ich so übelst scheiße inszeniert. Nicht so wie bei Bloodwing, weil Bloodwing wurde ja, zack, Halsband, bumm. Da konnten wir nichts gegen machen, aber hier... Danke, dass du Eva sicher zurückgebracht hast. Das nehme wohl besser ich. Ah, nein, wir gehen ein paar Schritte zurück, ich will das vernünftiger. Und schick das Tier raus, Alter, meine Fresse. Lilith, übelst awkward. Du musst etwas sagen. Na schön, dann sag ich etwas. Ich kannte Maya, als sie noch gelebt hat. Da hat sie mir besser gefallen. Nein, das klang jetzt irgendwie falsch. Jetzt ist sie tot. Und so ist es nun mal. Wir können nur noch kämpfen, um sie in Ehren zu halten. Leute sterben in Kriegen. Haufenweise. Im Ernst. Mach die Augen auf, Leute. Deine Grabrede halte ich lieber nicht, Lilith. Keine Scherze, Tennis. Ich mache keine Scherze. Ich weiß, was ich bin. Eine brillante, rücksichtslose Wissenschaftlerin. Und ich weiß, was du bist. Denn alle auf diesem Schiff warten darauf, dass du was sagst. Kannst du mal weggehen, und Alter? Sie können erst zu den wichtigen Sachen zurückkehren, um diesen Haufen fliegenden Weltraumschrott am Laufen zu halten, wenn du es tust. Maya war nicht nur ein Crimson Raider oder ein Kammerjäger. Sie war Familie. Aber wir dürfen unsere Mission nicht aus den Augen verlieren. Wir werden die Kammern öffnen. Dann bedeutet ihr Tod etwas. Alle zurück auf ihre Station. Die Kammern öffnen? Mehr hast du nicht zu sagen? Maya ist tot, weil du die Kammern öffnen wolltest. Wir sollten die Kalypsos jagen und dafür büßen lassen, was sie getan haben. So leicht ist das nicht. Maya hat immer gesagt, ein Kammerjäger läuft mitten hinein ins Feuer. All ihre Geschichten drehten sich um dich. Du hast Pandora gerettet. Du hast Handsome Jack getötet. Deine Rolle ist Firehawk. Ich kenne meine Rolle nicht. Dann finde es heraus, Lilith, bevor noch jemand deinetwegen stirbt. Kammerjäger, sieh nach, ob es ihr gut geht. Ich bereite alles für den Sprung nach Eden 6 vor. Hier geht's gut. Hier geht's gut. Wo ist er hin? Dann ist er. Oh, hey Kammerjäger. Es gibt nicht viel zu sagen. Das hier ist Krieg. Menschen sterben im Krieg. Adamant, kannst du mal deine Raketenwerfer aus ihrem Gesicht nehmen? Aber du bist noch hier. Und der Krieg ist noch nicht zu Ende. Danke. Du hättest nicht mit mir reden müssen, aber ich bin froh, dass du es getan hast. Hier, das ist... Es gehörte ihr. Sie würde wollen, dass du es bekommst. Ich bin sicher, sie machen sich bereit für den Sprung nach Eden 6. Du solltest da oben sein. Ich glaube, ich muss eine Weile allein sein. Extra Belohnung, okay. Danke! Folgender Vorschlag. Du erfreust dich an diesen Waffen und ich verbrenne mein Tage, ich meinte Notizbuch, und wir beide sprechen nie wieder darüber. Cool? Cool. Alles klar. So, wo sind die Waffen? Renn einfach mal in ihre Bude komplett rein, Digga. Schwer bewaffnet. Wo sind die Waffen? FBI, Oma, wo sind die Waffen? Ich kann nicht glauben, dass sie weg ist. Ah ja. So, machen wir mal weiter, ne? Ellie. Ja. Kammerjäger, gut, du bist hier. Wir müssen Kurs auf Eden 6 nehmen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh Gott, jetzt kommt der Scheiß schon wieder, nicht wahr? Ich fühle, was komisch geschnitten ist. Oh ja. Anscheinend haben wir euren Heulkreis gestört. Vielleicht haltet euch das hier etwas auf. Stimmt's? Ah, was für Erinnerungen. Unsere Anhänger lieben es. Wir haben Rekordzugänge. Die Kräfte eurer toten Sirene sind die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Ich facelocke mir schon den ganzen Tag Weintrauben in den Mund. Lecker. Eure Freundin ist tot.
Immer einen Schritt hinterher, was, Le? Man sieht sich an der nächsten Kammer. Und das reimt sich überhaupt nicht auf Schmeckt. Tschüssi. Sie will nicht immer einen Schritt zurück. Ich meine, wir haben das Ding getötet, dann kam sie oder jemand wichtig ist. Und das macht sie so gefährlich. Tennis sagt, die Kammer unten auf Promethea ist irgendwie mit einer auf Eden 6 verbunden. Wenn die Kalypsos sich diese Kammer unter den Nagel reißen wollen, müssen diese Monster erst an uns vorbei. Zum Glück haben wir einen Freund in dem Gebiet. Wir können jetzt bei so bei 4 Waffen haben, ne? Gib mir Hammerlock auf den Bildschirm. Oh, ja. Ah ja, geil. Ich hab da eine goldene Waffe direkt rein. Ja, ich auch. Klartkeep. Nun wirst du dich erheben. Ah ja, die haben wir gerade bekommen, Leute. Ja. Ah, ich habe jetzt 2 im Kies. Sprich mit Wainwright. Wo kommt das her? Sieht so aus, als wären die KDK schon auf Eden 6. Kammerjäger, triff dich mit Wainwright Jacobs und finde heraus, was da unten vor sich geht. Oh, Jacobs. Was ist komisch, würde die sagen, irgendwas mit Rekord zu gängen, aber so wie wir die wegballern, dürfte sich doch keiner da freiwillig melden. Ich meine, wo neuer Planet, oder? Einfach weg. Ja, Eden 6. Ich glaube, Eden 6 an Sinister Six angelegt ist aus Planet. Spider-Man so? Ich weiß nicht. Ein bisschen? Boah. Sieht einfach total geil aus. Einfach ballern wir in so einen Planeten rein, ganz ehrlich, Alter. Einfach bleiben wir nicht vorher stehen. Irgendwann geht's einfach rein. Rein in die Olga. Dann boom. Ah, jetzt klar. Du bist tot. Ende. Nutzt du die Landekapsel? Ja, bin schon. Ach, Weg. Scheiße, ich bin. Da kommt eine schöne Animation, wie wir so einen Planeten runterstürzen. Juhu! Yeah! Ich habe jetzt nur noch goldene Waffen. Ja, ich kann auch komplett mit goldenem Inventar rumrennen, nur. Weiß nicht. Ich hab zwar, glaube ich, nur goldene Waffen ausgerüstet, wenn ich alles täusche. Ich habe nur noch. Der Klassenmord, das ist das einzige, was bei mir lila ist. Alles andere ist Gold. Bei mir ist der Klassenmord Gold. Okay. Aber nicht. So, ich bin da. Hochmoorbecken, oh Gott, komm jetzt kommt so eine Moorlandschaft, ne? Oh Gott, ja. Oh, geil! Was ist daran geil, Digga? Jetzt alles moserig und widerlich und. Ah, dieser Planet! Ja, geil. Natürlich kennst du den auch schon, Digga. Ja, du hast noch nicht so weit gespielt, Digga. Was? Ach, dieser Planet, aha, ja, natürlich. Den habe ich auf Twitch einmal kurz ja, gesehen, natürlich, okay. Digga. Ja, natürlich, Digga. Sagst du jedes Mal andammeln? Kennst du aber schon das ganze ja, Spiel? Gehst einfach zu ihr und du kommst ja andauernd mit irgendwas. Ach, kenn ich schon, die stirbt gleich. Ah, ja, Digga. Weißt du, erzähl hier nicht so eine Scheiße. Das war ehrlich, wirklich Alter. Reines Glück, ich schwöre. Erzähl keine Scheiße, Junge. Du kommst andauernd mit irgendwas an. Ja, natürlich, Alter. Meine Fresse. Lass uns genug davon. Und du kennst halt die Fresse und einfach mehr nicht. Ich kenn's ja nicht. Na, wer weiß es. Du hast vor 3 Minuten gesagt, dass du es kennst, Alter. Einzelne. Ja. Ich meine zum Beispiel diese Katzen, die habe ich nicht gekannt. Ich könnte dir das gebührende Jacobs Willkommen auf Eden 6 geben, aber diese KDK-Teufel sind überall. Ich sitze mit ein paar Überlebenden im Jagdhaus meiner Familie fest. Die Vorräte gehen uns aus und wir sind umzingelt. Ich brauche deine Hilfe. Da wird gerade jemand aufgefahren. Diese feigen Fanatiker. Die Jacobs Corporation hat 300 Jahre lang überlebt, aber diese KDK-Teufel haben sich im System breit gemacht wie eine Seuche. Und nur auf Befehl dieser Kalypso-Bastarde. Sie haben meinen Vater getötet, weil er ihnen die Kammer nicht überlassen hat. Und jetzt sind sie hinter mir her. Okay, kein Mann. Diese armen Schweine. Hey, Kammerjäger, hier drüben. Das ist die Stadt Reliance, oder sie war es. Heimat unserer besten Waffenschmiede. Außerdem wichtig für unsere Holzproduktion. Wenigstens muss mein Vater nicht mehr erleben, wie alles in die Hände dieser Banditen fällt. Ich überfahre sie einfach. Und kann man überhaupt großartig XP, wenn man die umniedet? 39! Ja, what's, Digga? Wir wehren diese Teufel so gut es geht ab, aber ich schlage vor, du beeilst dich. Keine Ahnung, wie richtig sind, ey, feiern wir nur rein und durch. Sehr gefällt.
da durch? Da hoch. Da hoch. Oh ne, komm mal nicht, okay. Oh, jetzt durch, ihr müsst mir laufen. Solange ich eine Jacobs-Schrotflinte halten kann, werde ich Eden 6 nicht kampflos aufgeben. Kommt schon, ihr schlammlutschenden Bastarde! Oh, wie ich Jacobs Waffen liebe. Ich bekomme ja was. Alter, was wir von Jacobs eine Jacobs-Waffe bekommen, ne? Also. Gib mir eine Sekunde! Du machst einfach immer weiter, Kammerdieb, was? Schon mal darüber nachgedacht, einfach zu sterben? War die richtige Entscheidung für deine Sirenenfreundin. Ich habe jedenfalls keine Beschwerden gehört. Gut, dass du hier bist. Ich weiß nicht, wie lange wir diese KDK-Fanatiker noch hätten aufhalten können. Wir sind doch gar nicht oben. What the fuck? Was labert der? Oh, die Waffe ist geil. Von der Kontrolle vibrieren, Alter. So, wo ist noch einer? Achso. Ja, der Jacobs. Kammerjäger, du hast mein verdammtes Leben gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Reden wir. Ich bin Wainwright Jacobs, aber ich fürchte, mehr als meinen Namen habe ich nicht mehr. Diese Teufel haben mir alles andere genommen. Naja, komm rein. Nimm dir ein paar Schusswaffen. Ich habe aus der Privatsammlung meines Vaters genommen, was ich konnte. Er kann sie ja nicht mehr benutzen. Diese Kalypso-Teufelszwillinge haben ihn ermordet und mir alles genommen. Wenn du nicht vorbeigekommen wärst, wäre ich wohl auch schon erledigt. Ich konnte fliehen, aber sie haben meinen Partner, Alistair Hammerlock, erwischt. Diese Teufel nutzen ihn als Faustpfand, bis ich den Kammerschlüssel rausrücke. Und genau darum bist du auch hier, oder? Yep. Diese Kammer war über Generationen ein Familiengeheimnis. Wir wollten nicht, dass unser Paradies zerlegt wird wie Promethea und Pandora. Wo eine Kammer ist, da ist ein Krieg. Aber im Moment habe ich größere Sorgen als mein Familienvermächtnis. Alistair Hammerlock, die Liebe meines Lebens. Wenn sie ihn töten, habe ich nichts mehr. Wenn mein Vater noch atmen würde, würde er mir raten, zu diesen Teufeln zu gehen mit einer Jacobs-Waffe als Verhandlungsführer. Und genau das werden wir tun. Der Kult hält Alistair in einem Gefängnis gefangen, das sie den Amboss nennen. Ich habe schon ein Söldnerteam losgeschickt, um ihn rauszuholen, dann aber nichts mehr von ihnen gehört. Rette Alistair, dann besorg ich dir den verdammten Kammerschlüssel. Okay? Claro, ist eine Weile her seit meinem letzten Gefängnisausbruch. Sehr gut. Das Muskelpaket des Teams, Codename Meat Slab, sollte in diesem Moment den Fluchtweg sichern. Er wird beim vorderen Gefängnistor sein. Finde ihn und hol Alistair lebend dort raus. Ich halte die Stellung und beschütze, was von meinen Leuten übrig ist. Viel Glück. Okay, Muskelpaket. Ich wette, das ist entweder Brick oder Gunsworker, der kleine Fettsack. Ich hoffe, es ist der Gunsworker. Salvador. Stell dir mal vor, der kleine Fettsack, Alter. Digga, der ist OP as fuck. Hey, ja, wie gefällt dir das Paradies? Kommt sie rein? Der Jacobs Corporation wäre weniger. Tja, wie soll ich sagen? Oh, die kann aufspringen jetzt. Gefährlicher Ort, dieses Eden 6. Erinnert mich an zu Hause. Dieses Marley-One-Sponsoring war ein Reinfall, aber wir halten uns an Katagawas Mordtagebuch. Dieses Mal bin ich also bamfartig zum Abendessen reingeplatzt und hab den Boss von Jacobs ausgesaugt. Pum, erledigt. Hab stattdessen eine loyale Marionette installiert und die ist eine Nummer für sich. Eine echte Eiskönigin. Sie kümmert sich ums Geschäft und sorgt bei den Einheimischen für Ordnung. Noch ein reiches Miststück an der Spitze. Wie schön. Warum redet die mit uns? Hat sie nichts Besseres zu tun oder so? Ich sagte immer, dass sie einen Schritt voraus ist, Alter, aber irgendwie ist immer ein hinterher und dann führt sie irgendwelche random Gespräche mit uns. Ganz weird. Weil die sagt halt, hey, wir sind euch immer einen Schritt voraus, aber trotzdem haben wir das Ding getötet und die sind einfach nur hell. Der Arm-Boss. Ausgesaugt.
Danke für deine Übersetzungskünste. Und wir wissen. Ladeverzögerung gibt's. Was war das gerade? Kevin, ich hab nichts verstanden. Ich hab gerade was durchgelesen. Und dann bemerkt, dass hier ich das schon kannte. Rücke. Wilde Gorillas, beißen Name, Oran, was? Euren Gutans, was? Was, Anna, was laberst du? Ich versteh kein Wort, was ja, da steht immer die Tipps unten, liest du die nicht? Nee. Kein Fallschirm, Rufzeichen. Das Team, das ich reingeschickt habe, antwortet immer noch nicht. Da muss was passiert sein. Mach das Tor auf, Kammerjäger. Oh Gott, das ist überall Gegner. Ich sehe totes Fleisch. Na, ist immer. Das ist immer scheiße. Ne? Hey, ich liebe die Granaten, Alter. Ich liebe diese Granaten einfach. Wenn die Gegner hochfliegen, ist aber, genial. Aber was ich krass finde, ich hab. Die Feuerwaffen, ne, sind gefühlt einfach nur ganz komplett OP das ganze Spiel über. Und durch Schilde kommst du damit relativ gut durch. Und wenn die Gegner einfach nur noch so einen roten Lebensbalken haben oder keine Rüstung haben, kannst du einfach durchschreddern nach. Dafür läufst du eigentlich immer noch zu wenig ab, die Waffen. Die werden irgendwie nicht aufgehört, keine Ahnung mehr. Vielleicht habe ich irgendeine Waffe oder irgendeinen Perk, was irgendwie das verbietet oder so, aber ich kann die ganze Zeit so wenig rum, ja. Ich kann ja mal ganz kurz nachgucken, was ich so ausgerüstet habe bei Schild da unten. Was ist denn, habe ich denn hier? Nö. Oh mein Gott, Alter. Bei meiner Granatenmod steht was drin, der. E gleich MC hoch in Klammern OMG, / what the fuck, Alter. Ich habe noch nie durchgelesen, was da steht, Alter. Ey, die habe ich auch. Genau die gleiche, die Quasar. Warte? Die Tür? Ja. Heißt die Quasar, die Granate? Ja. Die habe ich auch. Das ist Freak. Ja. Yeah. Warte. Ich meine, dass es ein alter Charakter sein muss, war offensichtlich. Aber warum ist Break, Digga, schon wieder? Ja, war schon Borderlands 2 wieder am Start, Junge. Was ist mit einem anderen? Hier ist mit einem Zerker, Digga. So der kleine aggressive Fettsack, Junge, wie Cartman. Kann ich jemanden holen? Na, man? Anaman. Was? Du bist down? Ja, Anaman, dreh dich doch mal um, ich bin direkt hinter dir. Wo bist du? Ah, da. Ich bin schon dabei. Ja, Anaman ist halt Anti-Main, was soll ich dazu sagen? Ich wollte dich gerade heilen. Digga, er lag die ganze Zeit hinter dir, du hast irgendwas anderes gemacht, außer mich zu heilen. Oh, ist ein Breaker. Ein badass Ting! Oh Gott, yeah. Oh mein Gott, mein Spieler gerade einen übelsten Hochher gehabt. Ich dachte, ich gerade gerade für eine Sekunde mein Spiel so geschmiert, Alter. Und weg ist er. Hack dich doch. Bin ich irgendwo. Dann soll er gehen. Ja, was kommen die ganze Zeit für Giftmeteore an mir vorbeigeflogen? Ja, das war ich. Ich nehme mein Chili-Rezept mit ins Grab. Meteor-Hagel! So. What the fuck? Ich bin oben. Da ist der Gegner gelandet. Nochmal Meteor-Hagel! Frist! Cool, dass Brick einen heilen kann. Finde ich ganz nice. Man hat doch Maya auch gemacht. Keine Ahnung, bei Maya bin ich nicht down gewesen. Nur bei Brick jetzt gerade eben 2-3 Mal. Aber mein Lebensfunk regeneriert, warum auch immer. Oh, kein Vetter ist tot. Und ich habe nur noch 4 HP, Junge. Ich hab doch gerade eine Spritze aufgesammelt, warum geht das nicht in meine Leben? Alter, was ist das für eine Kacke?
wir einfach Schuss überleben, ist schon krass. Ah, der ist Achtung, Achtung! Kammerdiebe sind hier! Tötet sie, während ich den Maschinenmann nach dem Kammerschlüssel frage! Bleibt blutrünstig! Oh, da ist eine Kiste.